Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Zweitkanal. Herzlich willkommen zu einem brandneuen Vlog. Endlich mal wieder hier im Selfie-Format. Lange ist es her, aber ich habe festgestellt, dass diese Woche echt super viel ansteht. Und deswegen habe ich mir gedacht, nehme ich euch mal ein bisschen mit. Ihr begleitet mich die Woche. Die letzten beiden Tage waren alleine schon voll. Da war ich mit Aaron und Mrs. Bella auf der Venus. Da blende ich einfach mal ein Foto ein. Das war echt Tohuwabohu at its best. Kannst du Deutsch sprechen? Dass da so eine Traube um uns gebildet wurde, das hatte ich auch noch nie. Dann war Cracking Chris bei mir noch im Büro und hat Aaron, Miss Bella und mich einmal wieder eingerenkt von Kopf bis Fuß. Und was für Töne da aus meinem Körper rauskamen, da war ich sehr erschrocken. Jetzt ist heute Sonntag und jetzt bin ich verabredet mit einem sehr, sehr besonderen Influencer-Kollegen. Wir haben uns tatsächlich noch nie vorher getroffen, deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, wie er in Real Life drauf ist. Wer das ist, das seht ihr gleich. Die Woche steht sehr viel noch an. Ich fahre morgen nach Hamburg zu Wer weiß denn sowas? Ein ARD-Quiz mit Kai Pflaume, Elton und Bernhard Hoecker. Dann bin ich am Dienstag in Dortmund bei BVB gegen Man City Champions League-Spiel. Am Donnerstag bin ich in Köln bei RTL und drehe ein Format mit Kevin Panewitz. Am Wochenende kommt meine Mama und irgendwo dazwischendurch muss ich auch noch was für mein nächstes Hauptvideo tun, denn das ist noch nicht zu 100% fertig und es muss langsam rauskommen, denn ich freue mich schon sehr, sehr darauf. Aber jetzt kommt ihr erstmal mit zu meinem Date mit einem sehr, sehr besonderen Influencer. So, wir sind jetzt bei GemFM, einem Radiosender hier in Berlin und es ist ultra riesig hier. Hier sind 5, 6 Radiostationen auf einen Haufen und ich sehe schon den Influencer, mit dem ich verabredet bin. Mal gucken, wie es wird. Kannst du einmal das Handy halten? Na klar. Perfekt. Okay, guys. Ja, Power! Excuse me, you know me? You know me? I'm Marvin Wildhage. The original is here. This is a date from Jeremy Fragrance, right? Is that your fragrance of the date? Wo dreht man natürlich die besten TikToks mit Jeremy Fragrance? Vor einer Parfümerie. Geiler Typ, der Marvin, der Kameramann. Ich hab den Kerl voll unterschätzt, Bro. Power. Ich dachte, er wäre so Kai Pflaume, der nächste Kai Pflaume, aber der ist voll edgy, der hat voll Charakter, der Kerl. Ich mag den. Ist das jeden Tag so bei dir, dass du bei 3 verschiedenen Leuten TikToks drehst? Ja, morgen um 9.30 Uhr wieder. Aber das wird so ein Profi-TikTok mit öffentlich-rechtlichen irgendwas. Jetzt geht's zum Kiosk, ich hole mir noch schnell einen Kaffee. Ich hab Bock auf Kaffee, ihr auch? Dann mach ich dir mal einen. Danke, meine Lieblingskiosk-Mitarbeiter. Und das hier ist das Gefährt of the Day, A-Klasse. Mein E-Auto ist gerade leider in der Reparatur, aber passt sich ganz gut, denn nach Hamburg hätte ich sicherlich 2-mal laden müssen. Jetzt kann ich durchfahren. Naja, man hätte auch mit dem Zug fahren können, das stimmt schon, aber ich muss heute Nacht wieder nach Hause, weil morgen geht's ja schon wieder weiter. On the road again! 3 Stunden später, ich bin angekommen in Hamburg und habe mir in der Bäckerei nebenan hier mal ein Schokocroissant aus Höflichkeit gekauft, einfach um auf Toilette gehen zu dürfen. Wenn ihr das auch kennt, dann schreibt doch jetzt mal höfliche Toilette in die Kommentare. Und jetzt treffe ich mich gleich mit Julian, da bin ich mal sehr gespannt, wie er so drauf ist. Wir sehen uns auch zum ersten Mal. Dann geht's später ab zu Wer weiß denn sowas und da habe ich gesehen, dass die jetzt 25 Stunden live am Stück senden. Bin mal sehr gespannt. Ich habe auch schon gesehen, dass einige YouTube-Kollegen heute auch da sind. Mal gucken, wen ich so vor die Kamera ziehen kann, aber jetzt geht's erstmal was zu essen. So, ich bin angekommen bei Wer weiß denn sowas, Studio Hamburg und eben habe ich mich noch mit Julian Korb getroffen. Shoutouts an der Stelle, sehr, sehr sympathischer Spieler von Holstein Kiel, Ex-Gladbach-Spieler und er hat sogar an mich gedacht und mir ein originales Spielertrikot mitgebracht. Vielen, vielen Dank, Julian von Holstein Kiel. Das wird natürlich eingerahmt im Büro, so sieht es von vorne aus. Mega nice, finde ich auf jeden Fall sehr, sehr hübsch. Danke dafür. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob ich hier heute abräumen kann und der neue Quizmaster werde und vielleicht sogar mehr als 13 Fragen in Folge schaffe. Ich glaube, so viele Fragen werden hier gar nicht gestellt. Ich will nur stänkern. Guck mal, da steht mein Name und guck mal, da steht meine Gegnerin. Du bist mein Gegner. Ja, so sieht die Garderobe aus. Wenn man ohne Begleitung reist, dann sitzt man jetzt hier einfach erstmal und wartet stundenlang, bis irgendwie was passiert. So, jetzt zeige ich euch nochmal meine Kleidungsauswahl, denn bei so einer Produktion muss man immer Sachen ohne Logo mitbringen. Ich habe mich heute für ein blaues entschieden. Gut, hier ist so ein kleines Logo. Dann hier aus Sonny Loops aktueller Kollektion ein grünes T-Shirt, beziehungsweise mintfarbenes. Vielen Dank, dass du es mir zugeschickt hast. Auch hier ein kleines Logo, unauffällig. Und hier von Kleinigkeit in Grau. Und das Lustige ist, man kann diese Klamotten, die man eigentlich nur für Produktion kauft, gar nicht absetzen, weil es keine Arbeitskleidung ist, weil ich das theoretisch ja auch in der Freizeit tragen könnte. Anders ist es bei Blaumännern. Hallo, hier bin ich übrigens. Bei Blaumännern. Pflegekräfte, die Kleidung oder OP-Kleidung, die du wirklich ausschließlich für den Beruf brauchst. Naja, egal. Habe ich trotzdem ein paar schöne T-Shirts. Ich hoffe, eins davon gefällt der Regie. Vielleicht kann ich mich ja farblich auch mit Bernhard Hoecker abstimmen, der übrigens heute in meinem Team ist. So, das Trüffelschwein ist mal wieder auf Nahrungssuche. Ja. Oh,
ganz viele Soßen. Okay, dann werde ich mich wohl mit Süßigkeiten ernähren, weil ich kann nicht ganz erkennen, ob das hier Fleisch ist. Ich bin ja momentan so ein bisschen fleischlos unterwegs. Coca-Cola Light. Coca-Cola normal. Hey, Coca-Cola. So, so sieht das ganze Backstage aus. Den Fernseher hatte ich auch mal. Das iPad hatte ich auch mal. Hier geht's gleich los. So sieht das Studio aus. Das Publikum ist auch 25 Stunden eingesperrt. Da winkt schon jemand. Hast du dir schon einen Dad-Joke überlegt? Nein. Für die Zielgruppe, man muss sich anpassen. Aaron hat gesagt, wir müssen ihn grüßen. Das habe ich mir sowieso vorgenommen, weil ich bin ja nur seinetwegen hier. Mich wollten sie ja nicht. Ich bin nur der Ersatz, der Billige. Guck mal, da wird noch ein TikTok-Tanz gemacht. So, bereit? So, und dann sagen wir doch schon mal unseren nächsten Gästen hallo. Hallo Betty. Betty, Marvin. Hi. Ja. Ich weiß es nicht mehr, aber ich habe ihn mal als kleiner Butschi interviewt für YouTube. Aber dich auch. Weißt du auch nicht mehr? Nee, weiß ich auch nicht mehr. Damit war es mir noch ganz klein. Und neben mir steht ein sehr geschätzter Kollege von mir, Kai Pflaume. Wie geht's Ihnen? Hallo Marvin, gut geht's mir. Aber dich auch der Erste, den du interviewst? Nee, nein, nein. Die Ehrenpflaume, auch mit am Start. Wie haben wir uns geschlagen? Ihr habt mich gut geschlagen. Es war sehr lustig, sehr unterhaltsam, aber mit einem... Naja, nicht so gutem Ergebnis für mein Team. Mit 0 Euro wollte ich nicht rausgehen, aber egal, man kann es nicht verhindern. Das ist ja nur Spaß. Aber hat Spaß gemacht. Eben. Ich hasse Menschen, die immer sagen, hey, ist ja nur Spaß. Mensch, Hauptsache dabei, es gibt keine Verlierer. Da hinten sehen wir auch schon die Gewinnerin. Herzlichen Glückwunsch. Aber ich hab's dir gesagt, Marvin. Ich hab's dir gesagt. Ja, leider. Elton muss den Schock noch verdauen. Was habt ihr euch vorgenommen? 6.000 Euro verdoppeln. Ja, alles auf Rot. Ja! Gut, viel Spaß, tschüss. Guck mal, da hat jemand richtig schlaue Tipps. Der hat sich frische Luft eingepackt. Guck dir's an. Das ist sogar komplett vakuumiert. Eingeschweißt alles. I made $45,000 in one week selling my jars of farts. Eingeschweißt alles. Aber du hast es doch gerade aufgemacht. Das ist doch alles schon wieder weg. Nein. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg. Tschüssi. So, mehr als 12 Stunden später wieder zurück in Berlin. Wir haben es jetzt 1.37 Uhr, jetzt geht's aber auch direkt in die Falle, denn morgen geht's irgendwann kurz nach 9 wieder los zum Bahnhof nach Dortmund. Wer weiß denn sowas, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, vor allem da ich gegen Betty gespielt habe, auch wenn ich jetzt am Ende verloren habe. Und es war auch cool, dass so viele Influencer, YouTube und Twitch-Kollegen vor Ort waren, die man da gesehen hat. War so eine Art Klassentreffen. Jetzt bin ich aber auch zu nichts mehr zu gebrauchen. Ich wandere direkt in eine Falle. Alle stehen sie hier und beobachten eigentlich nur einen. Die blonde Maschine da hinten, 8 Meter groß, 800 Kilo Muskeln, der Hulk. Ja, irgendwann muss man aber auch Schutzmechanismen einführen und deswegen habe ich einfach hier alle Reihen mal aufgekauft, damit ich so ein bisschen mehr Platz habe, ein bisschen Beinfall fürs Kreuzband. So, Spiel ist vorbei. 0-0 ausgegangen. Ohne Tore. 8 Stunden gefahren. Bisschen ärgerlich. 7 Uhr zurück in Berlin. Mit sagenhafter Verspätung. Aber jetzt geht's endlich wieder heim. Ja, Müdigkeitslevel geht so. So, da ist das Schmuckstück jetzt an der Wand neben meinem Trikot, was mir Jürgen Klinsmann geschenkt hat von Ron-Robert Zieler und Patrick Herrmann. Uah. Ja, das kann sich doch sehen lassen. Und eine Roomtour habt ihr vielleicht schon auf dem Zweitkanal gesehen, wenn sie denn schon online ist. Ansonsten kommt sie demnächst und ich erzähle hierzu ganz viel, warum hier was wo steht. So, gestern der Mittwoch war relativ... Kein Bock mehr auf deine Platzaxt! Komm raus, Bruder! Unspannend. Ich habe ein bisschen aufgeräumt, habe ein paar Steuern gemacht, habe das Trikot im Büro aufgehängt, habe dann noch ein Kiosk-Video gedreht und dann war es auch schon ja so 18, 19 Uhr und ich habe mir so gedacht, boah, die Grippeschutzimpfung schallert ordentlich rein und bin dann tatsächlich um 20 Uhr ins Bett gegangen. Und jetzt ist es kurz nach 9. Ich fahre jetzt wieder zum Hauptbahnhof, um dann in den Zug nach Köln zu steigen. Denn dort drehe ich für RTL Plus ein Format zur Europa League und spiele da PlayStation gegen Kevin Panewitz. Bin mal sehr gespannt. Ich bin ja super schlecht an der PlayStation. Und dann geht es auch direkt wieder heim. Dann bin ich um 23 Uhr, das heißt in über 12 Stunden, wieder hier. Und dann ist die eine Woche, die ich gevloggt habe, auch rum. Und dann können wir nochmal rekapitulieren, wie das so alles war. So, angekommen in Köln. So sieht das Ganze hier aus. In die Richtung sieht es natürlich nach hinter den Kulissen aus, aber in die Richtung sieht es nach richtiger Kulisse aus. Mit einem wunderschönen Mann, der gleich gegen mich FIFA spielen wird. So, hier hängen sogar die Trikots von den Euroleague-Mannschaften. Hier wird gleich gezockt. Und hast du Bock? Ja, sehr Bock. Wir zocken jetzt ja mal ein bisschen vor. Welche Mannschaft nimmst du jetzt? Hertha? Ja. Bist du Hertha-Fan? Nee, ich mach's nur für Aaron. Shoutout an der Stelle. Die müssen auch die Zuschauer von mir denken. Die müssen ja denken, ich hätte nur 8 Finger.
Hast du nicht 7? Auch. Guten Morgen. Es ist jetzt Freitagmorgen. Gestern war dann der letzte Tag von diesem Vlog in Köln. Ich bin kurz vor Mitternacht wieder nach Hause gekommen. Es war auf jeden Fall eine pickepackevolle Woche. Ich hoffe, der Vlog hat euch bis hierhin gefallen. Ich weiß, dass das jetzt noch nicht so die Art Vlogging ist, die ihr vielleicht von anderen YouTubern kennt. Ich bin aber auch ehrlich, mir ist es teilweise echt unangenehm, überall die Kamera drauf zu halten. Und ich bewundere Leute wie zum Beispiel Visca Barca, die es schaffen, einfach ein ganzes Fußballspiel, das Handy in der Hand zu haben und es zu filmen. Ich persönlich fände das irgendwie ein bisschen schade, weil ich dann das Spiel nicht mehr so verfolgen könnte. Aber er scheint da wirklich so eine Gabe zu haben, beides zu haben, das Spiel zu verfolgen, aber auch am Ende ein Video. Oder, keine Ahnung, so Leute wie Amar oder so, die das auch im Stadion schaffen. Oder Leute in Real Life, die einfach auch immer wie Jeremy Fragrance draufhalten, wenn sie erkannt werden. Dadurch lebt natürlich so ein Vlog. Ich versuche mir das in Zukunft anzugewöhnen. Oder die zweite Möglichkeit, aber das schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr das fühlt, dass ich bei den zukünftigen Terminen einfach einen Kameramann mitnehme, zum Beispiel den Dominik, und der einfach immer fleißig draufhält, weil dann funktionieren die Vlogs für mich persönlich auch besser, weil ich einen Anspielpartner habe, weil ich jemanden habe, der die Kamera hält, und das ist für mich einfach auch ein viel besseres Feeling. Also schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr in Zukunft weitere Vlogs hier auf dem Zweitkanal sehen möchtet, und wenn das so ist, dann gerne auch einen Daumen nach oben geben und den Kanal abonnieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut. Und hier könnt ihr jetzt nochmal weitere Videos anschauen. Also einfach hier oder da draufklicken und natürlich den Kanal abonnieren. Nicht vergessen. Tschüssi!